Jo, willkommen zurück. Und ja, wenn man Gewinn war, dann gehört der Wagen uns. Kostet uns keinen Euro. Und warum nicht? Den nehmen wir mit. Da kenne ich nix. Monte Carlo macht ohnehin Spaß, insofern. 3, 2, 1, los! Windgeräusch ganz nett im Cockpit. Das ist ein Cabrio quasi, ne? Das Ding hier. Vielleicht ein bisschen zu schnell rein, aber naja. Der Wagen ist jetzt hier auch ganz anders. Ne? Ich hätte ehrlich gesagt ein bisschen beschissen. Ne? Aber auch das kriegen wir schon hin. Lautstärkeregler gerade. Das Windrauschen ist ein bisschen krass hier. Ja? Komm schon. Möhren. So eine Möhren. Ich will den aber haben. Das ist deine erste Runde. Erster Platz. Notfalls bei Geldmodell kann ich sie nämlich verscheuern. Zumindest hier in dieser Let's Play Safe Game. Ist das keine schlechte Idee. Ich nehme mir gerade die Blue Burner auf. Zweite Runde, erster Platz. Das ist die beste Runde. Immer schön durchziehen.
dann irgendwann mal bremsen. Und bei so einem wertvollen Wagen darf man auch mal auf die Bremse treten. Schöner laufen können, aber was soll's. Dritte Runde, erster Platz. Vierte Runde, erster Platz, letzte Runde. Ja, haben wir es ja bald. Fünf Runden Cabrio durch Pilsen, ich fange an zu überrunden, das ist lustig. So schlecht war ich dann wohl doch nicht. Das ist doch mal nice. Das kann ich sogar als extra Video gelten lassen hier. Das ist cool. Gib mal Gas. Ich bremse. Bisschen Bremser. Wie Mittermeier so schön gesagt hat. Bremser. Das kann ich verbrechen. Welche Tour war das? Safari? Keine Ahnung. Lange her. Alt. War das auch. Der gehört dann wohl mal mir. Da sagt er lieber nichts mehr zu, ja. Naja. Meiner, gutes. Wenn ich Kohle brauche.
der wird mehr wert. Dann kann ich den verdicken. Dann hat sich das. So, ah, 914er. Flop Porsche, ja. 1,7 Liter. Mhm. Nee. Mag ihn gar nicht. Er ist mir zu lahmarschig. Aber ich belasse es in dieser Folge bei dem 550 Spider. Und werde den hier nur schon mal ja, einkaufen, wie man gesehen hat. Und ja, rausholen, was dann rausholen geht. Ja, ne? Das bisschen da. Dann schauen wir mal, wie sich das in den nächsten Folgen so verhält. Evolution also, ja, ist jetzt, ja okay, wenn ich die klassische Ära halt noch die Turniere fahre. Ups, mich verklickt. Ja. Das war ja noch nicht alles. Es gibt ja noch diese Clubrennen, das heißt, ich muss die klassische Ära nochmal fahren. Dann hätte ich ein Drittel der Evolution geschafft. So, darauf wollte ich hinaus. Klicke die Klick. Manchmal bin ich doch zu schnell hier. Ganze Standardrahmen schon mal verscheuern hier. So. Ja, dann würde ich mal meinen, bis zur nächsten Folge. Bis dann.